Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BMW Today. Heute unser Thema Power of Choice oder auf Deutsch die Qual der Wahl. Mein Gesprächspartner ist Domagoj Ťukec, der Chefdesigner von BMW. Hi Domagoj. Hi Ede, wie geht's? Ja, Power of Choice. Mir geht's natürlich hervorragend. Bei Power of Choice stelle ich dir mal die Frage, was wäre denn deine Choice, was wäre deine Wahl? Ja, hier, die X3. Ja, das musst du wahrscheinlich sagen, weil du das designt hast. Aber der ist ja wieder klassisches Concept-Car und in der Serie kommt er dann doch wieder nicht so. Die anderen habe ich ja auch designt, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass wir Designer natürlich das Modernste oder das Neueste am frischesten finden. Und deshalb ist es halt sehr erfrischend, weil das ist ja unser erster vollelektrischer BMW in der Kernmarke. Okay, was sind denn deine Highlights bei dem Auto? Wieso gehst du auf den Elektro so ab? Ja, ich meine, du siehst ja, die Farbe ist ein bisschen anders, ja, aber es ist vor allem diese Modernität, das Digitale. Das ist ja unser erfolgreichster X3, der da hinten steht. So lieben unsere Kunden. Und hier haben wir dem Fahrzeug ein bisschen mehr Modernität mitgegeben, dass es einfach den elektrischen Antrieb so digital rüberbringt. Warum muss Strom immer blau sein? Ich sehe schon wieder so blaue Designteile. Bei Mini sind die zum Beispiel gelb. Ja, weil blau schon belegt war. Okay, aber hat das irgendwie was mit zu tun, das Thema Blau und Elektrizität? Ja, ich meine, erstmal blau, du siehst den blauen Ring hier ums BMW-Logo. Das ist ja unser BMW-i-Logo. Ja. Und das Blau hinterlegt immer das innovativste Produkt bei uns. Domagoj, ist dann der PHEV eigentlich dann die beste oder die schlechteste Wahl? Ja, ich würde sagen, der Kunde soll das entscheiden. Ich glaube, für manche Kunden ist es die beste Wahl, ja, weil es verkörpert halt Zero Emission in der Stadt, aber du hast halt eben nicht das Reichweiten-Thema. Du kannst ganz entspannt in Urlaub fahren und trotzdem am Ort dann wieder Zero Emission. Anstecken, ja, aufladen. Genau, hier, und du hast halt beides. Du hast hinten einen Tankdeckel und hier hast du einen Ladestecker und ist natürlich sehr, sehr praktisch. Ja. Also du bist auch ein Plug-in-Hybrid-Fan? Ja, voll. Warum ändert sich das Design? Mach mal nur so schrittweise. Warum sieht der auch wieder aus, wie er aussieht als iX3? Warum ist der nicht krasser? Ja, ich meine, der i3, der sieht ja wirklich anders aus. Der ist krass. i8 übrigens, mein Lieblingsgerät, das ist eine Tragfläche nach 7 Jahren noch. War aber auch ein Hybrid, kein vollelektrisches Auto. Stimmt, war mir aber egal. Aber hier ist es eigentlich eine andere Geschichte. Hier geht es wirklich um ein Produkt, das sehr erfolgreich ist, was unsere Kunden lieben. Aber manche wünschen sich genau dieses Auto vollelektrisch. Ja, andere wünschen sich es anders und genau das ist unsere Idee dahinter. Wir wollen nicht nur einen Antrieb anbieten, sondern diese Freiheit. Und deshalb muss er auch nicht unterschiedlich so stark sein. Der Charakter bleibt der gleiche, aber natürlich verstärken wir das Antriebskonzept durch gewissen Style. Ja? Das sieht wesentlich digitaler aus und der da sieht wesentlich brutaler aus, weil er auch natürlich viel mehr Luft braucht. Frage, du sagst gerade, du verstärkst das Design, die Räder da, aber das ist Konzept oder kommt sowas auch? Nee, das ist schon ein Konzept, also das ist ein Rad, das wir so entwickelt haben für die Serie, ein Trägerrad, was sowohl Leichtbau ist, als auch aerodynamisch. Das sind Elemente, die man rausnehmen kann. Ich habe das gelesen. Das wird dann sehr aerodynamisch. Genau, man kann die draufklippen, genau, irgendwie genau. So. Ihr macht also aus einem Rad mehrere Designs. Das genau. Ist sehr, sehr clever. Also gutes Design sollte natürlich auch irgendwie nicht nur Styling sein, sondern auch authentisch und auch vor allem funktionalen Vorteil bringen. Okay, Domagoj, jetzt nochmal vom Chef persönlich das Thema Front hier. Die sehen total unterschiedlich aus, die zwei, sind trotzdem das gleiche Auto. Warum? Ja, ich meine, das ist natürlich ein vollelektrisches Auto und hat dadurch halt ganz anderen Luftbedarf. Natürlich müssen die Batterien gekühlt werden, aber er braucht weniger Luft und muss aerodynamisch sein. Die Niere ist geschlossen, ja, anders als dort. Und wir haben hier trotzdem die Niere als Ikone versucht, sehr hochwertig mit diesem Pattern zu gestalten, weil das das Gesicht der Marke BMW nach wie vor ist. Ja. Okay, das heißt, die ganze Front, im Gegensatz zu hier mit den ganzen Öffnungen, die bleibt so. Und das ist das Erkennungsmerkmal vom Elektro X3. Ja, du siehst, die Flächen sehen hier aus, als ob sie abgefräst wären. Ja, das bedeutet so wirklich, das Auto ist aus dem Vollen gegossen und es soll so dieses Digitale, das so wirklich das Gefertigte zeigen. Das ist ganz anders bei dem M-Fahrzeug, das wesentlich animalischer rüberkommt. Ja, du siehst, die ganzen Flächen sind sehr muskulös und natürlich ist es ja auch durch die Luftanforderungen, brauchst du viel Luft und das soll ja möglichst sehr, sehr extrovertiert und expressiv gestaltet werden. Der Endkunde will auch solche Kühler haben, weil das sieht gleich mal schneller aus. Ja, ich meine, die brauchen wir auch. Ja. Das sind Ladeluftkühler für die Turbolader. Das ist ja ein aufgeladener Sechszylinder vom M4. Und das soll natürlich auch authentisch sein. Die Kunden, die lieben
dass M so funktional ist und sich auch so gut fährt und nicht nur gut aussieht. Kannst du dir so ein Design auch beim Elektroauto vorstellen? Dann bin ich dabei. Selbstverständlich. Bloß wir werden halt nur dort dann Öffnungen machen, wo sie notwendig sind. Wir müssen schon daran arbeiten, was sind die Ikonen von Elektrifizierung und Performance. Ne? Okay, Domagoj. Das Thema Power of Choice, bleibt es dann nur für den X3 oder kommt da noch mehr? Da kommt noch mehr. Wichtiges Produkt für uns, aber im Herzen von BMW, da gibt es auch noch andere Produkte. Dann schau mal hinter dich. Den Vierer. Ja? Links haben wir sozusagen die Verbrennervariante, die Basis für unseren zukünftigen M4. Ja? Rechts der i4, voll elektrisch, genau das gleiche wie beim iX3, weniger Luftbedarf, sehr clean, sehr modern. Wow, das sind zwei echte Granaten, da können wir uns drauf freuen. Vielen Dank fürs Zusehen bei BMW Today.